Bei Risiken und Nebenwirkungen rauchen Sie die Packungsbeilage und sagen Sie Ihrem Arzt, er sei Apotheker. Yo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Zweitakter auf der Zweitakter. Wir fahren auf den direkten Weg zum Dings, zum Benlauer Simson-Treff, was wie jedes Jahr am 1. Mai bei tollem Wetter beginnt. Ich treffe mich jetzt noch mit ein paar Kollegen. Eigentlich wollte ich mich erst mit den Berlinern da treffen, aber die haben sich spontan umentschieden, die kommen doch nicht. Ist halt so, kann man nicht ändern. Hab jetzt gestern Abend noch mit einem anderen Kollegen geschrieben. Der hat mich gefragt, ob ich auch vorbeikomme. Dann hab ich ihn geschrieben, aber mit ein paar Kumpels. Und jetzt hab ich ihn gefragt, wann er hinfahrt. Und jetzt treffen wir uns da hinten bei Felda. Und mal schauen. Da fahr ich jetzt auf jeden Fall hin. Hier ist auf jeden Fall richtig Verkehr. Also das hätte er fünfmal geschafft hier. Junge, alle Brainhead. Ja, das letzte Video, das war ja hier Museums-Dings, Finofund-Museum, Ostfahrt-Museum, was auch immer. Und das hat ja nicht so viel Bock gemacht, da habe ich auch extrem wenig Material gehabt. Ja, das Video ist jetzt nicht so geil geworden, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich will das dann auch nicht immer so ab ACTA legen, ich will das dann halt trotzdem veröffentlichen. Je nachdem, was ich für Material habe, wenn dann wenigstens ein bisschen was zusammenkommt, dann ist das ja okay. Aber wenn ich jetzt so Janusz hätte, was ja eigentlich nie der Fall ist, wenn ich unterwegs bin, und was ich dann auch gemacht habe, aber da kommt dann halt immer so ein bisschen Dünnschild raus. Einigen gefällt es trotzdem, also sieht man ja dann immer wieder in den Kommentaren, dass es den Leuten gefällt. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist jetzt nicht so geil, das Video geworden. Das ist immer Ansichtssache. Ja. Ich hoffe, dieses Video wird auf jeden Fall besser heute. Ich denke mal schon, weil diesmal haben wir dann auch wieder einen Leistungsprüfstand mit da hinten an Bord. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Aufnahmen wieder von drehen. Ich werde mal ein bisschen rumlaufen und alles. Und dann mal schauen, was wir da zusammenkratzen. Auf jeden Fall mehr als im letzten Video. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt da erstmal zu Feld da und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Mahlzeit! Hi, grüß euch! Mike! So, dann können wir los oder was? Ja, mir soll es nicht liegen. Ich hab nur auf dich gewartet. Wie lange steht er denn schon hier? Eine Weile. Was, echt? Wieso hast du denn nicht geschrieben? Ja, ich hab wieder von ihm gemerkt, dass ich war ein bisschen. Ja. Irgendwann hat alles hier aus. Ja. Also nicht jetzt einfach geschrieben, dass ich früher kommen soll. So, wir sind jetzt, Bändchen haben wir alle bekommen. Die sind immer durchgerannt, die Kassierer, dass das hier oben ein bisschen schneller geht, weil es war so ultra voll hier gerade. Na, schaffst du das? Ich komm hier nicht klar mit der Scheiße. Ich muss hier mehr laufen. Was machen wir? So, in der Mitte stellt sich Kinder, diesmal Kinder. Haben sie alle umgegraben oder was? Mike, was ist hier eigentlich mit dem Prüfstandlauf? Hat sie jetzt was gebessert? Bei mir? Ja. Nee, immer noch 10 irgendwas. Ich habe überlegt, ob ich noch mal ruf hier, aber. Ich glaube, das macht ja wenig Sinn. Hat nee, macht das denn ja? Nee. Hier ist so ein Prüfstand oder was? Ja. So. Hier waren wir mal Richtung Prüfstand. Thank you.
schon träger unten rum, Alter. PS oder was? 10. Oh, ein schon wenig. Und da holt er sich jetzt die Zündsignal, richtig? Ja. Was? Hätte ich mit mehr gerechnet. Nein, nicht. Junge, dass die sich immer vor mich stellen, Alter. Kraftet nicht. Rutscht ihr schon nach vorne und stellt sich immer jeder nach vorne. Ja, obwohl ich schon so groß bin. Ja. Ich weiß nicht, warum die Kiste 60 fahren muss, dass ein Membraner sein muss. Nochmal. Das Ding ist ja so langsam. Hört sich ja an, als wenn das Ding 200 PS hat. Oh, jetzt kommt Endpoint. Da kann ich euch auf jeden Fall sagen, da ist ein ZT90 Stage 3 drin. Globig, wie ist sie? Ja, unser Abi, fahr heute auch für den. Mein Abi-Fahrer hat damals auch so eine Schwalbe gehabt in der Farbe, ne? Ja. Schade. Wie viel Verkehr war draußen jetzt? Na, bis hinten voll. Und dann sind die schon nach vorne gerannt, weil sie nicht hinterher kamen anscheinend. Dann sind sie zu dritt hier, haben die Tickets rübergeschmissen. 3 Euro hier bitte, tschüss. 3 Euro hier bitte, tschüss. Und dann links 1-2 fix. Ja, besser als wenn du da wartest, bis die alle vorfahren und dann. Ach so, 3 Euro und so rennt sie durch und dann zack, waren alle drauf. Ohne auch nicht wirklich einen Plan vom Kassieren, weil der Stand, der da hatte, nicht passend Wechselgeld da und ja. Jo, hab ich. Willst du noch einen Aufkleber haben? Ich folge dir auf YouTube. Was? Ich folge dir auf YouTube. Ja, einige. Ich bin Lukas NAP, ich kommentiere mal deine Videos. Okay. Hier. Oh cool, danke. Willst du auch reden? Kommt das nächste Video raus? Naja, morgen wahrscheinlich. Denke ich mal, hoffe ich. Was? Von hier? Genau, von hier, ja. Ich filme jetzt auch gerade Walter mit Russ sein. Ist das in Ordnung, wenn ich mit Russ sein? Ja? Du willst nicht mit Russ sein? Mir ist egal. Okay. Du hast ohne Steigen? Gut. Na dann wünsche ich euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Folgen. Macht's gut. Ciao. So, wo ist er denn jetzt? Wie früh
Ja, die wollten jetzt ein Foto haben. Ich muss hier mal schnell den Akku austauschen. Akku ist voll. So, wo ist er denn jetzt? Ist er einfach abgehauen? So, auf Klima habe ich noch, noch gut. Ist mir jetzt so wurscht, keine Ahnung, wo der ist. Geh jetzt einfach zum Prüfstand. So, dann stellen wir uns mal an. Und dann macht er jetzt Pause. Weiß ich gar nicht. Dann stellen wir uns mal an, wie viel haben wir vor uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Na gut. Alter, hast du auch so ein Button für mich hier von deiner Garage? Na klar. Gute Sache. Moin. Willst du auch reden? Warum lädt er die Kamera auch an, dass er sieht, wie ihn abzieht hier? Ja. Warte sehen. Hier, bitteschön. Hast du noch ihn? Ja, na klar. Klebe ihn sie auf meinem Moped. Was geilen Content. Bitteschön. Danke. Ja, ciao, macht's gut. Ja, genau, ne? Geil, danke. Mach schön langsam. Ja, muss ich mal ein paar mehr drucken. Ja, ich alle spontan jetzt noch gedruckt mit on YouTube. Vorher hatte ich einfach nur stumpf zwei Takter drauf zu stehen. So, jetzt habe ich auch keine mehr. Geil. Doch, zwei habe ich noch. Fühlig, zwei fühlig noch. Ja. Und dann ist erstmal Ende im Gelände. Brutzel mir richtig alle weg in der Sonne. Alter, beim letzten Mal auch in Wuhanfinofort waren, ey, da hatte ich so einen geisteskranken Sonnenbrand auf dem Nacken. Eigentlich überall. Mein Kopf hat richtig geglüht. Diesmal lasse ich schön meinen Helm auf. Ich glaube, der müsste mal Motorleistung. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, keine Ahnung. Steht denn nicht drauf? Das wäre jetzt so traurig bei mir. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe 20 PS erwartet eigentlich. Jetzt haben wir 19,1 Motorleistung. Okay, was hast du denn da jetzt anders gemacht? Ja, hier einfach noch von der RZT hier die Delta 21 eingebaut und haben wir den Auto gewechselt. Okay. Also 3 PS quasi, ja. Oder 4 PS aufmachen. Ja. Kannst du ihn ja mal fragen, wenn er dran ist? Ja. Was denn? Was? Imagine, wie bei dem MTX-Video, was ich das letzte Mal gemacht habe, ist erstmal alles kaputt. Die ganzen letzten Aufnahmen ab jetzt sind erstmal futsch. Ich war noch auf dem Leistungsprüfstand, hatte 10,0 PS, also glatte 10 PS. Danach habe ich mein Moped wieder abgestellt, dann bin ich mit meinem Schwager noch eine Runde rumgelaufen, sind noch nach hinten gegangen zum Sprintrennen, da habe ich noch einige Rennen mit aufgezeichnet, sind noch noch ein bisschen durch die Gegend geschlendert, haben ein paar Aufnahmen gemacht und imagine, einfach alles weg, einfach alles weg. Ey, nur mal so, am Rande so eine GoPro, die kostet 400-500 Euro, ein Bundle, die ich geholt habe, und die macht nur Scheiße, ohne Witz. Ich habe da die teuerste Speicherkarte drin, die überhaupt geht, und dann hast du so eine Scheiße. Das regt mich richtig auf. Wie gesagt, das hatte ich schon bei dem MTX-Video und ja, ich kann es einfach nicht ändern. Tut mir an der Stelle auf jeden Fall leid. War trotzdem spaßig, waren eigentlich ein paar geile Aufnahmen, aber ich kann es leider nicht vermeiden. Da freue ich mich schon auf gar keinen Fall auf diese Herrentagsausfahrt, weil da wird die Hälfte nämlich auch wieder fehlen wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es da diesmal klappt. Aber ich hoffe nochmal eine neue Speicherkarte. Vielleicht liegt es ja darin. Und wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung, muss ich die GoPro zurückschicken und dann wechsle ich wahrscheinlich zu Insta360, weil die sollen da wohl dann besser sein. Mal schauen. Wie gesagt, tut mir leid, kann ich nicht ändern. Jetzt kommt noch ein paar Abschlussclips und ja, verzeiht mir bitte, mir kann da echt nicht für. Der tut mir richtig leid. So, ich habe jetzt alle Eckdampf wieder ab. Wir haben alles auf Band. Ich schieb die Kiste mal lieber raus. Ja, lang waren wir auf jeden Fall nicht hier. Wie spät ist denn das? Keine Ahnung, kurz vor zwei, viertel zwei, viertel vor zwei, so. Lange waren wir nicht hier, um 12 Uhr Kierzocker. Ja,
wie gesagt, ich dampf auf jeden Fall ab. Bisschen ist ja was zusammengekommen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder am... Weiß ich gar nicht. Wann sehen wir uns wieder? Das ist eine gute Frage. Ja, wir sehen uns auf der Herrentagsausfahrt bei den German East Ravers wieder. Ich hoffe, der Wetter spielt mit, dann merkt er auf jeden Fall. Und danach ist die Tour nach Germdorf am 26.09. oder so geplant. Ich weiß es noch nicht. Ob das der 26. muss ich gucken, keine Ahnung. Ich sag euch auf jeden Fall Bescheid. Und ja, da bauen wir auf jeden Fall einen Stand auf. Da werde ich meine 3D-gedruckten Sachen dann präsentieren, wie letztes Jahr. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Macht die Glocke an, damit ihr auch in Zukunft gar kein Video von mir verpasst. Und ich würde sagen, tschüss, ciao und haut rein, Jungs. Bis dann.